Irgendwas ist immer. Meine Damen und Herren, back to the roots. Wir Großen, die hier rumstehen, haben einmal so angefangen wie die Sachsen-Anhalt Kindermusikschule unter Leitung von Karen. Die Eltern sitzen hier im Saal mit geschwellter Brust, um mal zu gucken, was ihre Kinder so können. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei für das kleine Programm, was die Kinder zusammengestellt haben. Und hier auch an dieser Stelle, weil es mal relativ aktuell ist, machen Sie was Sinnvolles, Intelligentes, Musikalisches mit Ihren Kindern. Dann brennen hier keine Autos und keiner schmeißt Wartestellen ein. Thank you.
Formation. Ihr baut jetzt gerade ein halbes Doppelquartett plus eins auf. In Fachkreisen sagt man noch Quintett dazu. Wir brauchen noch ein bisschen Licht wegen der Noten, weil wir spielen nämlich auch nach Noten. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal die klassische Seite von Sachsen-Anhalt mit einem Titel von Bach und einem von Händel. Sie können sich dann aussuchen, oder wer es weiß, welcher ist. Thank you.
meine Damen und Herren, wir haben ja verrückte Fans unter uns. Du nur, ich komme, sagt sie. Also verrückte Fans unter uns. Ich hatte vorhin schon mal so kurz erwähnt, Eckart und Monika aus Berlin. Und eine ganz tolle ist die Josephine. Die Josephine aus Bali. Nein, das ist jetzt nicht weiter als Tennessee, sondern Bad Liebenwerda. Josephine ist mit ihren Eltern angereist. Und Josephine hat bei uns den Spitznamen die Kuchenfee, weil sie kommt zu jedem Auftritt oder fast jedem Auftritt, den wir außerhalb von Magdeburg haben, heute auch das erste Mal zu einem Weihnachtskonzert mit selbstgebackenem Kuchen und versorgt uns, weil wir nicht von allen Veranstaltern so mit Essen und Trinken versorgt werden, macht sie das. Und wir als Sachsen-Anhalt-Orchester möchten dir an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Josephine, würdest du mal nach vorne kommen? Trau dich! Die Backstube ist auch schwarz-neon-gelb. Und hier, damit du auch am Auto erkennbar bist, haben wir für deine Heckscheibe auch nochmal einen Aufkleber für die Kuchenfee. Vielen Dank.